Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Forex Screener und Manuel Lücke. Ich freue mich sehr, dass er für uns heute Abend wieder die Zeit gefunden hat. Und er hat heute das Thema Pivotpunkte erfolgreich handeln mitgebracht. Bin mal gespannt, wie wir das dann entsprechend im Forex Screener umsetzen können. Und natürlich auch ein Riesendank für das Interesse, dass Sie heute live dabei sind oder beziehungsweise, dass Sie entsprechend hier sich für das Webinar interessieren. Und bevor wir tatsächlich jetzt starten, möchte ich mich natürlich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Celso Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXBet. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann kriegst du jetzt den Bildschirm, Manuel. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Super, vielen Dank, Nelson. Dann von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Freue ich mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind zu dem Webinar. Ich starte mal die Präsentation, so dass man jetzt sehen sollte. Vielleicht kann man mir nochmal kurz Feedback geben. Ja. Perfekt, okay. Ja, vielen lieben Dank für das Intro und wie der Nelson schon gesagt hat, heute ist das Thema Pivotpunkte mit dem Forex-Screener. Und bei den Pivotpunkten handelt es sich um einen, ich sag mal, relativ zuverlässigen Indikator, um Entries zu finden für Trades, aber auch Ausstiege zu finden. Wir werden uns zusammen einmal ansehen, wie Pivotpunkte überhaupt berechnet werden. Also erstmal, was es damit auf sich hat, wie die berechnet werden und wie man die eventuell nutzen kann, manuell, aber auch mit dem Forex-Screener natürlich, unserer Screening-Software, mit der wir mit ein paar Mausklicks im MetaTrader im besten Falle Trading-Setups finden können. Bevor wir reingehen, stelle ich mich natürlich auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich habe jetzt schon mehr als 10 Jahre in dieser Branche verbracht. Und bei mir ging es los mit dem Job eines Softwareentwicklers in einer Vermögensverwaltung, wo ich quasi Handelssysteme entwickelt habe nach Vorgaben von echten Tradern, die ja quasi mit ihren Ideen zu mir gekommen sind, ich die Ideen umgesetzt habe und die ganzen Systeme dann auch zum Einsatz kam im Live-Handel. Die mussten dann natürlich noch überwacht werden. So bei Software ist natürlich die Sache, da kann immer mal ein Fehler entstehen, also quasi ein Szenario, was man vielleicht nicht im Backtest mit abgedeckt hat, dass das entsteht und dann muss man manuell vielleicht auch eingreifen. Und ja, hat man aber im Normalfall keine großen Probleme, sondern Handelssysteme nehmen eine Menge Arbeit ab, was das angeht. Und dementsprechend bin ich auch in dem Bereich geblieben, weil ich finde es natürlich viel entspannter, wenn man selber nicht die ganze Zeit vor dem Chart sitzen muss und den diskretionären Handel betreibt, sondern wenn man Systeme hat, die automatisch im Hintergrund laufen und dann muss man sich nur noch, ja, ich sag mal, die Nachrichten angucken, die man bekommt von dem System, wenn irgendwie ein Entry gemacht wurde und dann eventuell das ganze System einfach überwachen. So kamen auch unsere beiden Projekte zustande. Das eine ist der Forex-Screener, worum es heute gehen wird. Quasi auch ein System, was uns Arbeit abnimmt, indem wir nicht mehr die Märkte überwachen müssen, sondern eine Software für uns mit unseren Kriterien, die wir eingeben können, wird die Märkte screenen. Das schauen wir uns gleich noch an. Und das andere Projekt ist Top Trading Software, eine Agentur, könnte man so sagen, für den Trading-Bereich, wo wir Trading Software automatisieren, beziehungsweise ihre Trading-Anliegen, die sie manuell umsetzen, von uns automatisieren lassen können. Dabei ist Handelssystem natürlich der Klassiker, aber wir haben auch halbautomatische Systeme, also wenn man sich
bei bestimmten Szenarien benachrichtigen lassen möchte, oder vielleicht hat man auch mehrere Konten, die man gleichzeitig handelt und möchte das Ganze in einer Art Übersicht haben. Das Ganze nennt sich der Monitoring-Software. Oder man möchte vielleicht eine Lösung haben, wo man einen Trade eines Kontos auf mehrere Konten kopieren lässt mit einer Copy-Trading-Software, die wir individuell gestalten können. Solche Probleme lösen wir bei Top-Trading-Software und wenn es da Interesse gibt, können Sie natürlich gerne auf uns zukommen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, Forex-Screener und Pivotpunkte. Die Agenda für heute, wir schauen uns gleich erstmal konkret an, wie sehen solche Pivotpunkte aus und danach gucken wir, wie sich das Ganze berechnen lässt, nachdem wir verstanden haben, wofür, also was es ist und wofür wir das nutzen. Und im Nachgang werden wir auch selber mal den Indikator im MetaTrader anwenden. Und als letztes und als größtes Thema für heute werden wir natürlich Setups uns anschauen mit dem Forex-Screener, das finden, gucken, ob wir ja ein paar tradebare Setups heute Abend noch finden. Und Sie können natürlich jederzeit auch Ihre Fragen stellen und ich werde dann darauf eingehen. Okay, dann legen wir los. Und ich habe hier einen Screenshot mitgebracht, wo man die Pivotpunkte sieht. Und zwar ist es ganz einfach gesagt, sind es die horizontalen Linien, die eingezeichnet sind. Das sind 7 Stück. Wir haben ja einmal, sieht man auch die Beschriftung, Pivotpunkt R3, dann R2, R1. Der gelbe ist der Pivotpunkt P, der ist in der Mitte. Und darunter haben wir nochmal 3 Pivotpunkte, S1 bis S3. Und die Abkürzungen, das R, jetzt zum Beispiel bei R3, steht für Resistance, also Widerstand. Und das S in dem S1 steht für Support. Und jetzt ist es eben so, man kennt es wahrscheinlich, diese Widerstand- und Support-Geschichten im Chart. Das ist ja in der Regel so, dass man durch manuelle Beobachtung solche Widerstände ermitteln kann, indem dort einfach mehrere Punkte oder der Kurs mehrmals angelaufen ist und es so aussieht, als wäre dort kein Durchkommen. Also nehmen wir mal das hier als Beispiel. Wenn wir sowas sehen, dann kann man manuell immer schon einzeichnen, eine horizontale Linie und dort haben wir dann eine Art Widerstand. Wenn der Kurs dann wieder daran anläuft, dann haben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in der Zone nochmal eine Reaktion, eine Abprallreaktion kommen wird. Jetzt ist es aber so, das funktioniert an sich auch ganz gut und das sollte man auch tun, so in der Chartanalyse. Und manchmal hat man aber sogar das Problem, dass gewisse Beobachtungen nicht so eindeutig sind. Also manche Trader sehen beispielsweise einen Widerstand oder sagen, es befindet sich ein Widerstand an einer Stelle wie beispielsweise hier. So, ne? Wir haben jetzt hier zwei Hochs, hier hätten wir noch einen Hoch. Und wenn wir jetzt einen Widerstand hier eingezeichnet hätten, dann wäre der Kurs hier schon einmal durchgelaufen. Und den Trade hätte man natürlich gut mitnehmen können, wenn man den Stop ein bisschen weiter weggesetzt hat. Und worauf ich aber hinaus will, ist, die Analysen, die man betreibt, aufgrund von manueller Beobachtung, die sind nicht so eindeutig. Und mit den Pivotpunkten haben wir eine Eindeutigkeit dieser Widerstände, weil die sich einfach berechnen lassen mit einer Formel, die wir uns gleich noch angucken werden. Und wenn man quasi in diese Formel einfach seine Kursdaten einsetzt, dann bekommt man quasi diese 7 Levels heraus und diese Sachen sind dann eindeutig. Der Vorteil ist, genauso wie bei den manuellen Analysen, dass man wieder Widerstände hat und also Support und Resistance Levels sich dadurch berechnen lassen kann. Und wenn man eben genau hinguckt,
dann sieht man schon, dass man an vielen Stellen eine Kursreaktion dort erwarten kann. So, das ist jetzt nie 100%, also man sollte nie direkt den Trade eingehen, wenn man den Kurs an so einer Linie sieht. Aber es ist dennoch eine sehr gute Indikation, die man eben kombinieren kann mit beispielsweise der übergeordneten Richtung oder eventuell noch anderen Indikatoren. So, ne? Das heißt quasi, wir ja, haben vielleicht Ranges, die wir dadurch berechnen können oder einfach Einstiegspunkte, Einstiegslevel, von dem wir dann wegtraden können. Oder eben auch, wenn wir schon in einem Trade drin sind, beispielsweise, wir haben jetzt an diesem Level haben wir einen Long Trade eröffnet, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wo wir unseren Exit planen. Und so könnte man das auch als Exit Level nutzen, wenn man jetzt sagt, beispielsweise Pivot.p, da gehen wir dann hier raus oder wir gehen an den Pivot.r1 raus, also überspringen quasi ein Level und machen dort dann den Exit. Ja, also zusammengefasst, Support und Resistance Level, Widerstandshandel, Abpraller, Zonen, an denen wir ja, Entry-Setups finden und auch Exit-Setups finden. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das Ganze berechnen, weil manche Leute denken, dass das, ja, ich sag mal, künstlich, also beispielsweise durch eine KI irgendwie berechnet wird oder vielleicht nicht so eindeutig ist. Aber es gibt dafür eine konkrete mathematische Formel und die ist auch relativ einfach. Und zwar basieren solche Pivotpunkte immer oder in der Regel auf einer abgeschlossenen Vorkerze. Und der gängigste Fall ist, dass wir uns die Vortageskerze nehmen und dort die drei Kurse, einmal das High, den Close und den Low, das Tagestief quasi nehmen. Und da müssen wir das quasi nur noch in eine Formel einsetzen für den ersten Punkt, den Pivotpunkt P. Und errechnen damit dann quasi den Durchschnitt dieser drei Zahlen. Also addieren einfach High, Low, Close zusammen durch 3 und dann haben wir den Pivotpunkt P, was in dem Fall hier die gelbe Linie ist. So. Die anderen Pivotpunkte basieren auf dem Pivotpunkt P und auch der High, Low und Close Kurse. Zwar habe ich hier noch ein veranschauliches Beispiel. Ja, einfaches Zahlenbeispiel mitgebracht, wo man das kurz mal einsetzen und durchrechnen kann und eventuell auch zu einer kleinen optischen Erkenntnis kommen kann. Und zwar haben wir jetzt so den Fall, unsere Vortageskerze ist jetzt an den fiktiven Zahlen das Hoch bei 1,1, der Close bei 1,0 und das Tief bei 0,9. Heißt quasi alles zusammenaddiert durch 3 ist die 1, wo wir jetzt unseren Pivotpunkt P haben. Und ich würde dir mal kurz empfehlen, nicht den Pivotpunkt R1 zuerst zu berechnen, sondern die Pivotpunkte R2 oder S2 dort mal kurz die Aufmerksamkeit hinzulenken. Wenn wir jetzt den Pivotpunkt P haben, dann müssen wir nur noch das High minus den Low, heißt quasi die ganze Tagesrange, dort einmal rauf addieren, um den Pivotpunkt R2 zu bekommen. Das heißt im Endeffekt, wenn wir den Pivotpunkt P haben und unsere komplette Tagesrange dort einmal uns raufdenken, dann haben wir das Level, wo der Punkt R2 liegt. Und der Punkt R3, der liegt so ähnlich berechnet an dem, also auch die Tagesrange, aber diesmal addiert auf den Punkt R1. Das heißt quasi, wir bilden hier einmal die Tageskerze ab, um das nächste Level zu bekommen und gehen dann ein Level höher und bilden unsere Tageskerze einmal hier ab und dann haben wir den Punkt R3. So kann man sich das Ganze eigentlich relativ einfach merken oder auch ja, einfach mal gut veranschaulichen, dass man es versteht, wo die Punkte, wo die Levels herkommen. Und für mich, als ich das allererste Mal gehört habe vor langer Zeit oder
die Formeln so gesehen habe, war für mich zum Beispiel auch klar, dass die Tageslevels, also das Hoch und das Tief des Tages, dass es auch wichtige Level sind, die man immer auf den Schirm haben sollte im Trading. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir vielleicht mal in den MetaTrader hinein. Und wer noch keinen Pivot-Punkte-Indikator hat, der kann gerne mal unter diesem Link das Ganze sich herunterladen und in den MetaTrader hineinpacken. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das im MetaTrader aussieht, vielleicht auch, wie man den Indikator anwendet und ja, was man dann noch sieht. So. Also hier haben wir das Ganze schon geöffnet. Ich kann es dann nochmal kurz einen anderen Chart öffnen. Der Standardchart. Wir haben hier vom Forex Screener haben wir auch eine Vorlage, unser FS Add-on, was ich dann auch so einen blanken Chart immer anwende, damit das Ganze optisch ein bisschen besser aussieht. Und ja, wenn das Ganze dann so aussieht, wie wir es haben wollen und wir den Indikator hinzufügen wollen, dann gehen wir quasi zu unserem Pivot-Punkte-Indikator. Das ist der, den wir jetzt heruntergeladen haben. Und ich kann noch mal kurz zeigen, wie man den installiert. Wenn wir die Datei haben, gehen wir unter Datei, Dateiordner öffnen, in den Ordner MQL5, Indicators und dann in unseren ja, Zielordner. Bei uns ist jetzt der Forex-Screener und packen die Datei einfach hier rein. fspivots.ex5 heißt die Datei. Dann schließen wir das Fenster, machen einfach im Navigator einen Rechtsklick, klicken auf Aktualisieren und dann wird uns der Indikator eben dort angezeigt, wo wir ihn reingepackt haben. Also unter Indikatoren und dann direkt auf der Ebene beziehungsweise in einem Unterordner bei uns Forex Screener, wenn wir diesen Ordner angelegt haben. Und da müssen wir quasi nur noch per Doppelklick den Indikator öffnen, können, ja, ich sag mal, das skippen wir, das führt jetzt gerade nur zu Verwirrung, klicken einfach auf OK und dann sollte das Ganze, ja, genau, jetzt nur das Zeitintervall kurz geändert, aber das, er hatte gerade eine kleine Verzögerung beim Laden, also es wird dann einfach von alleine so angezeigt. So, jetzt sieht man die horizontalen Linien und die vertikalen Linien. Die vertikalen Linien sind die Tagestrenner. Also ein Tag, ein Handelstag befindet sich immer zwischen zwei so vertikalen Linien und jeder Handelstag hat entsprechend 7 Pivotpunkte, die hier angezeigt werden. Hier ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass quasi jeder Handelstag unterschiedliche Pivotpunkte hat. Das heißt, wenn der heutige Handelstag abgeschlossen ist, dann werden wir ja, für morgen quasi neue Pivotpunkte berechnen, basierend auf den High, Low und Close des heutigen Handelstages. So. Also, so sieht die ganze Geschichte dann aus. Und man kann jetzt an den Tagen, wenn man einfach mal durchgeht, um nochmal auf den Support- und Resistance-Effekt zu sprechen zu kommen, sieht man eben schon, dass an den Tagen, man findet eben viele Tage, wo diese Linien relativ gut funktionieren und der Kurs einfach daran abprallt. So, und man sich dann ja, dort für Einstiege positionieren kann. Und gerade eben auch, wenn man eben merkt, man ist jetzt gerade in so einer Abwärtsbewegung, wo jetzt beispielsweise gebrochen, also beispielsweise ein kleiner Aufwärtstrend gebrochen wurde und das Ganze jetzt in eine Abwärtsbewegung läuft, dann macht es natürlich mehr Sinn, wenn wir halt an den Linien uns Richtung Short positionieren. Das heißt quasi, wir wollen jetzt eigentlich nicht gegen den Trend handeln und warten, bis der Kurs von oben kommt an einen unteren Widerstand, um dann Richtung Long zu gehen, weil dann würden wir quasi nur die Korrektur handeln
Und es macht eben mehr Sinn, wenn wir einfach warten, dass der Kurs von unten kommt, an so einer Linie sich befindet und dann Richtung Short den Einstieg machen, weil wir dann hoffentlich in einen Trend, in eine Trendbewegung einsteigen und dann ja ein besseres CRV auch absolvieren können. Okay. Vorhin hatte ich auch ein sehr gutes Beispiel. Ich gucke mal kurz, ob ich das in dem Screener noch. Ne, das ist schon wieder weg. Aber ich habe den Chart noch offen. Als ich vorhin vor dem Webinar noch einen kurzen Check gemacht habe und im Screener dort was gescreent habe, hatte ich beispielsweise hier auch ein Beispiel gefunden, wo der Kurs gerade in diesem Bereich war, also an dem Punkt R3. Und jetzt ist es hier halt auch so, dass er an dem heutigen Tage, ist er an dem Punkt R2, hat er zumindest reagiert, ist davon weggelaufen, ist wiedergekommen, hat hier nochmal kurz reagiert, aber eben ja, nur ein kleines bisschen und macht dann eben einen komplett bullischen Move. Und bei solchen Moves, wenn er dann zurückhandelt und den Tag retraced, dann kann es eben sein, dass er an, wenn er ein Level überquert, dass er das Level, sobald er darunter geschlossen hat oder sobald er es überquert hat, eben dieses Level auch einfach nochmal retestet. Also wie in diesem Beispiel, vielleicht zoome ich auch nochmal ein bisschen ran. Er schließt quasi unter diesem Level und möchte jetzt Richtung Short gehen und macht hier nochmal die Korrektur genau bis an die Linie ran. Und das wäre auch ein super Short-Einstieg gewesen. So. Das mal nur als Beispiel. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal direkt im Forex-Screener an, wie wir denn die Pivotpunkte nutzen können und danach screenen können, damit wir quasi nicht alle Charts durchklicken müssen, bis wir irgendein Asset finden, was sich gerade an einem Pivotpunkt befindet. Okay, und zwar sieht so der Screener bei uns aus. Und wir haben ja hier mehrere Filter, unser Screener, für die, die es noch nicht kennen. Wir geben mit jedem Filter, der hier abgebildet ist, können wir Kriterien eingeben. Wir können also beispielsweise sagen, wir durchsuchen jetzt den Markt nach Forex-Paaren und wir wollen nur Ergebnisse uns anzeigen lassen auf dem Zeitintervall H1. Und so können wir uns mehrere Kriterien eben zusammenbasteln. Jetzt könnten wir beispielsweise sagen, wir suchen nach allen Assets, die einen sehr großen RSI-Wert haben, über 80. Dann würde er uns das in den Ergebnissen unten entsprechend anzeigen, wenn wir das auswählen. Und für heute ist ja eben, sind ja die Pivotpunkte interessant. Das heißt, oben in der Suche könnte man Pivot eingeben und dann werden uns erstmal auch nur die Filter angezeigt, die sich um Pivotpunkte drehen. Und hier haben wir eine Gruppe, die wir aufklappen können, Distanz zu Pivotpunkten auf Tagesbasis. So, das ist das, worum es heute primär gehen wird. Wochenbasis gibt es auch eine Gruppe. Da ist eben der Unterschied, dass die Pivotpunkte auf Wochenbasis berechnet werden. Also sobald eine Woche abschließt, nehmen wir uns dort dann den High, Low und das Close und berechnen uns die 7 Pivotpunkte für die nächste Handelswoche. Das würde ich jetzt erstmal hinten ranstellen und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Tagesbasis Pivotpunkte an. Sehr interessant aus meiner Sicht sind immer die Punkte R3 und S3, weil es eben die äußeren Punkte sind, das heißt, die am weitesten weg sind von ja, Pivotpunkt P. Und das ist meistens interessant, weil wenn der Kurs schon so weit weggelaufen ist und sich an einem Pivotpunkt R3 oder S3 befindet und dann vielleicht noch an einem manuellen Widerstand sich befindet oder an einem weiteren Widerstand wie einer Preismarke beispielsweise, dann ist die Chance eben sehr hoch, dass dort ein Abpraller zu finden ist. Passiert natürlich auch am seltensten von den ganzen Punkten, dass der Kurs sich daran befindet. Aber ich würde sagen, wir
suchen einfach mal danach. Pivot.R3, da gibt es jetzt keins. Also wenn jetzt hier steht, null Ergebnisse gefunden, dann heißt es, es gibt jetzt gerade kein Forex-Paar. Wir suchen ja gerade nur nach Forex-Paaren, welches sich an dem Punkt R3 befindet. Und wir können das Ganze aber natürlich auch für S3 mal anschauen. Gibt es jetzt auch nicht. Kein Problem. Schauen wir uns einfach mal die anderen Pivotpunkte an. Und ja, prüfen einfach mal, ob es da vielleicht ein handelbares Setup gibt. So. Nochmal kurz vielleicht zu der Distanz, die man hier einstellt. Prozentual heißt es immer, wie weit ist der Kurs entfernt von so einer, von so einem Pivot-Level. Und hier unten sieht man in diesen Karten, wie weit es quasi entfernt ist. Also es zeigt ja nochmal gesondert an. Und man wird hier eben erkennen, dass die Sachen, dass die Sachen sortiert sind. Also die Punkte oder die Symbole, die sich am dichtesten an dem Pivotpunkt R2 jetzt befinden, die kommen hier als erstes. Und die, die relativ weit weg sind von R2, die werden dann als letztes angezeigt. Und ich würde sagen, wir klicken hier einfach mal rein. Neuseeland-Dollar-Yen. Und das Ganze wird hier im Hintergrund für uns auch schon geöffnet. Und jetzt können wir dieses Beispiel uns einfach mal analysieren. Also wir sehen ja, wir haben jetzt hier diese türkise Linie. Das ist der Pivotpunkt R2. Und der Kurs befindet sich eben sehr dicht hier dran. Das heißt, der Forex-Screener hat uns schon mal gegeben, wonach wir gesucht haben. Und jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, ob wir das Ganze eben auch noch handeln können oder nicht. Und da muss man natürlich sich immer erstmal ein übergeordnetes Bild verschaffen und sich das ganze Symbol auf mehreren Zeitintervallen auch angucken. So, weil solche Reaktionen, wie wir gerade gesehen haben, auch sehr kurzfristig stattfinden können. Und dementsprechend muss man dann halt überlegen, ja, kurzfristige Reaktion heißt handelbar auf kleinerem Zeitintervall und auf größerem Zeitintervall muss dann eben die übergeordnete Richtung stimmen. Wenn wir uns jetzt die übergeordnete Richtung angucken, dann sehen wir, wir haben hier einen relativ starken Aufwärtsmove schon seit Tagesbeginn. Also wir öffnen mit einer ordentlichen Gap, Down Gap. Und seitdem an läuft der Neuseeland-Dollar-Yen eben nur noch bullig. Und das ist meistens in solchen Bewegungen halt eine Frage. Also der wird nie unendlich lange bis zum Mond hochlaufen, sondern der muss ja irgendwann auch korrigieren. Und da weiß man natürlich nicht, wann ist die Korrektur, ne? Jetzt kann man sich das Ganze aus struktureller Perspektive mal überlegen und muss sich halt an irgendwas festhalten, wann ist denn für mich ein Zeichen, dass die Struktur irgendwie gebrochen ist. So. Die letzten Kerzen, die sehen jetzt schon nach gebrochener Struktur aus und aus meinem Blickwinkel gilt eine Struktur immer schon als stark angeknackst, sage ich mal, ne? Wenn wir jetzt den Außenstab, also die letzte bullische Kerze, die ich gerade markiert habe, wenn die quasi per Schlusskurs unterboten wird, so, ne? Und wir sehen, wir haben jetzt hier eine relativ starke bearische Kerze, die diese eben mit dem Tief, also mit dem Close des Tief per Schlusskurs unterboten hat. Und seitdem an läuft die Kiste eben auch Richtung Short. Das ist eine gute Indikation dafür, dass der Markt jetzt erstmal Richtung Short läuft, bis er eben auf ein weiteres Level stößt, wo er dann erstmal ja ins Strauchen kommt, also erstmal wieder langsamer fährt. Und das wird wahrscheinlich sogar dieses Level R1 sein, beziehungsweise könnte das so eine ganze Range sein, weil wir sehen, ungefähr so in diesem Bereich. Das können wir auch ein bisschen tiefer noch ziehen. Sieht man eben, hier liegt so ein
Ja, anscheinend ein imaginärer Widerstand, ne? Hier tauchen wir einmal ein. Hier sind wir haben wir uns quasi aufgehalten in dieser Zone. Und hier sind wir nochmal eingetaucht, hier sind wir eingetaucht, hier sind wir eingetaucht, bevor es dann eben weitergeht. Und davon kann man ausgehen, dass der Kurs wahrscheinlich erstmal bis hierhin laufen wird. Das heißt, wenn wir jetzt so gerade ein bisschen schneller gewesen wären, bei M5, dann hätte man in der Nähe des R2, also ich sag mal hier weiter oben, vielleicht hätte man auch noch einen Ticken gewartet, bis das Ganze noch weiter hochgelaufen ist und dort dann sich Richtung Short positionieren können. So, das heißt quasi, wir haben als Target hier vielleicht R1, hätten hier uns bei R2 oder ein paar Ticks drunter vielleicht mit einer Limit Order positioniert und dann muss man eben schauen, wie weit ist die Distanz von hier bis zu der Order und nimmt dann vielleicht die Hälfte, je nachdem, was man für einen CRV anstrebt, packt das eben oben drauf und wenn es dann eben so passt, dass man sagt, man liegt hier über gewissen Widerständen, dann hat man schon ein erstes Setup gefunden, was man eben so handeln kann. Hier gibt es gerade auch noch eine Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal an das Level R2 heranlaufen wird, weil er jetzt, ja, ich sag mal, immer tiefere Hochs bildet. Und in manchen Fällen gibt es eben Short-Einsteiger, die dann ihren Stop-Loss eben genau bei den Hochs oder ein bisschen darüber positionieren. Und man sieht dann eben öfter, dass der Kurs auch nochmal hochgeht, um diese Stop-Losses eben rauszufischen, also rauszuholen. Und dementsprechend könnte man nochmal darauf spekulieren, dass es nochmal an die R2-Linie laufen wird. Okay, also das wäre jetzt eine erste Einschätzung, eben pur auf den Pivotpunkten. Und man kann diese Pivotpunkte aber natürlich auch kombinieren. Also mit weiteren Indikatoren, sage ich mal, ne? So. Um das Ganze mal händisch zu zeigen, könnte man auch hier mal schauen. Der RSI-Indikator ist auch relativ basic. Quasi eine Oszillation der Kaufstärke und Verkaufsstärke. Und das Ganze kann man auch insofern kombinieren, dass man einfach guckt, beispielsweise, wenn der Markt hochläuft und eben sich an einem Widerstand befindet und der RSI-Indikator beispielsweise stark im überkauften oder überverkauften Bereich liegt. So könnte man das Ganze eben kombinieren, dass man sagt, in solchen Gebieten möchte man das Ganze eben kaufen oder verkaufen. So mal als Beispiel, ne, wenn man sich jetzt hier die 30er und die 70er Linie eben nimmt, dann könnte man eben an den Stellen halt schauen, hier hätte man eine Stelle, wo das Ganze eben an der überverkauften Linie ist und hier der Kurs auch an einem der Pivotpunkte liegt. Und das dann eben so beispielsweise miteinander kombiniert als Ansatz. Wir haben mit dem Forex-Screener aber natürlich den großen Vorteil, dass wir das jetzt nicht händisch machen müssen, sondern wir können das Ganze eben automatisch machen, indem wir einfach unsere weiteren Indikatoren hier eingeben. Und ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie das Ganze aussehen könnte, also welche Kombinationsbeispiele es dafür gibt. Und dafür gehen wir mal in die Folien und ich öffne mal ein Beispiel. Hoppla. Genau. Ein Trading Setup. So, zwar haben wir jetzt wieder einen Screenshot, was auch getradet wurde. Also es ist ein
Ja, ein historisches Live-Beispiel, sage ich mal. Man sieht hier diese Kerzendochte, die sich hier vermehrt anhäufen, die hier so markiert sind mit diesem Rechteck. Wenn man sowas sieht, ist das meistens eben auch eine Indikation für einen Widerstand, also wo der Kurs eben erstens nicht so einfach durchkommt und zweitens wahrscheinlich abprallen wird, erstmal. Und ob er jetzt so läuft oder eben so läuft, das kann uns erstmal egal sein. Uns interessiert eben, dass es erstmal bis mindestens hier hingeht oder einfach, dass dieser Abwärtsmove kommt. Darauf sind wir aus. Und wir haben das Ganze jetzt einfach so kombiniert, dass wir die Pivotpunkte R1 und Pivotpunkte R2, R3 uns anzeigen lassen, beziehungsweise danach gescreent haben, so wie wir es gerade gemacht haben mit dem Forex-Screener. Heißt quasi, wir geben einfach ein, der Kurs soll dicht an dem Punkt R3 sein. Und zusätzlich haben wir jetzt aber diese Docht-Range. Und dafür gibt es auch einen Filter, den ich mal gerne vorstellen möchte. Der sogenannte ja, Kerzendochtfilter. Ich muss kurz mal schauen. Sieht man hier in dieser Gruppe Kerzen mit Docht-Range. Haben wir quasi zwei Optionen. Einmal als Kriterium, wir suchen High-Range-Candles in Folge. Also quasi, wo die Dochte auf der Oberseite sind und dann das Zweite ist quasi, wo die Dochte auf der Unterseite sich befinden. Ich würde sagen, wir gucken uns das einmal an, ob wir da mal ein gutes Beispiel finden, um erstmal diesen Filter nochmal kurz zu erklären. Und hier kann man angeben als Option, wie viele Kerzen halt sich hintereinander befinden sollen, wo es eine Überschneidung der Dochte gibt. Hier ist 3 eine ganz gute Zahl, also weniger als 2 würde ich sowieso nicht nehmen, aber ich würde hier vielleicht 3 immer nehmen zum Einstieg. Und wir nehmen mal noch die anderen Filter raus, damit wir jetzt überhaupt irgendwas finden. Gucken uns mal den WTI an. Genau. Okay. Also hier sieht man, ich zoome mal noch ein bisschen rein. Die Kerze, die ist jetzt leider schon ein bisschen gelaufen. Wir müssen uns jetzt mal vorstellen, dass wir bei der Kerze noch am Anfang stehen, weil der Indikator bzw. der Filter, der guckt dann eben auf die letzten 3 Kerzen. Das sind eben diese hier. Und was hier eben diese Indikation ausmacht, ist, wir haben Dochte, die sich hier so überschneiden. Also wir haben mehrere Teile oder mehrere Dochte, die alle in einer gleichen Range halt liegen. Hier gibt es natürlich einen Docht mal, der auch größer ist und so, aber es gibt hier einen Querschnitt, der sieht so aus. Und das ist eine Sache, die eben als ja, Widerstand oder einen Widerstand uns signalisieren kann. Das sieht man auch hier, wenn man mal weiter nach links guckt. Hier hat man auch einen Dochtquerschnitt sozusagen. Und was danach passiert ist, wir haben eine Reaktion nach unten. So. Hier haben wir eben gerade jetzt wieder genau das Gleiche. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das am Anfang der Kerze mitbekommen haben, aber da macht der Forex-Screener, es ist ihm quasi egal, weil er guckt eben auf die 3 zuletzt abgeschlossenen Kerzen. Und wer eben immer solche Signale haben möchte, der kann das Ganze auch mit den Filter-Setups machen, indem man das Ganze speichert. Also man legt das Ganze als Filter-Setup an, speichert es, klickt auf die Glocke und sobald irgend so ein Docht-Range-Setup gefunden wird, dann kriegt man eben eine E-Mail als Benachrichtigung und das dann eben auch zu Beginn der neuen Stunde. Also in dem Falle wäre man genau an dieser Stelle auch benachrichtigt worden. Jetzt ist halt das nur der eine Teil des Setups, wie gesagt, weil ich ja erstmal diesen Docht-Range-Filter erklären wollte.
Und damit wir das Ganze kombinieren können, wie auf dem Bild dargestellt, müssen wir halt beide Filter aktivieren. Das heißt einmal den Pivotpunktefilter und den Docht-Range-Filter. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Ich warne schon mal vor, ist auch ein relativ seltenes Setup. Also wenn man so Setups so finden würde wie Sand am Meer, dann würde das ja auch jeder handeln und dann wäre das nichts Besonderes. Deswegen könnte es sein, dass wir dazu jetzt vielleicht nichts finden als Setup, aber wir schauen einfach mal rein und nehmen uns quasi hier wieder bei den Pivotpunkten, würde ich sagen, klicken wir mal durch die R3-Punkte. Schauen wir mal, ob wir hier was haben. Okay, hier ist jetzt kein Ergebnis. Dann schauen wir mal nach R2 und R1. Okay, hier hätten wir jetzt ein Beispiel auf Monatskerzen. Okay, das macht natürlich keinen Sinn, weil wir haben die Pivotpunkte auf Tagesbasis. Das heißt, wir können unser Zeitintervall mal einstellen, dass wir nur auf allen Zeitintervallen, die kleiner sind als, ich sag mal, kleiner sind als H4. Oder vielleicht nehmen wir H4 auch noch mit rein, aber auf Tagesbasis macht es natürlich keinen Sinn. Okay, da haben wir jetzt auch kein Setup gefunden. Schauen wir mal bei R1 rein. Okay, hier ist jetzt auch nichts. Und in so einem Fall kann man die ganze Sache immer noch mal negieren, dass wir sagen, wir gucken jetzt nicht nach den Pivotpunkten, die oben kommen, also nicht die R-Punkte, sondern wir gucken nach den S-Punkten, die Support-Punkte, die quasi unterhalb des Pivotpunktes P liegen. Und müssen dann dementsprechend auch den Docht-Range-Filter auch negieren, dass wir nicht die Hochs der Kerzen haben wollen, sondern eben die Tiefs der Kerzen. Und das zeige ich mal, wie wir das machen. Das ist auch relativ simpel, indem wir hier bei den Kerzen mit der Docht-Range nicht mehr sagen High Range, sondern eben die Low Range, die wir jetzt haben wollen, auch mit drei Kerzen in Folge. Und hier müssen wir, um das zu negieren, eben sagen, am Punkt S3 beispielsweise. Dann schauen wir mal, ob wir da was haben. Leider nicht. Klicken das mal weiter durch. Auch nichts bei S2. Bei S1 auch nichts. Schade. Nichts dabei ist ein seltenes Setup. Von daher, ja, die Vorwarnung war nicht unberechtigt. Okay, aber ich habe natürlich noch weitere Setups mitgebracht, die wir uns angucken können, die auch ein bisschen häufiger auftreten. Und zwar nehmen wir uns einmal, genau, das hier ist ein relativ gutes Setup. Und zwar geht es hier um doppelte Widerstände. Wir haben hier, wie in der Skizze, haben wir quasi unseren Pivotpunkt S3 und unten diese Linie signalisiert uns eine Preismarke. Also es kann vom Prinzip her, kann es auch jeglicher anderer Widerstand sein, aber mit dem Forex-Screener können wir beispielsweise auch nach Preismarken als Widerstand suchen und so haben wir quasi einen verstärkten Widerstand, also so eine Art Superwiderstand oder halt so eine Range. Und wenn der Kurs sich jetzt da in der Nähe befindet oder sogar zwischen den Punkten befindet, dann ist es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs abprallen wird. Und wir gucken uns mal zusammen an, wie wir das Ganze mit dem Forex-Screener finden können. Und ich denke mal, dass wir hier bestimmt ein Setup mitnehmen werden, weil das eben ein bisschen häufiger vorkommt als jetzt diese Docht-Range-Geschichte. So, dafür würde ich einfach mal die Filter nochmal resetten, indem ich die Seite einfach neu geladen habe und gehe in die Distanz zu Pivotpunkten auf Tagesbasis Gruppe und gehe dann auf Distanz zum R3, wähle hier auf 0,1% aus und danach brauchen wir eben noch die Preismarke. Wenn wir die nicht finden, können wir gleich in der Suche das eingeben.
Distanz zur Preismarke und klicken dann auf 0,1% und finden gerade wieder nichts. Aber nicht so schlimm, weil wir können die anderen Pivotpunkte alle mit durchgehen, weil dieses Setup relativ unabhängig ist von, ich sag mal, der Struktur von davor. Also wir können uns die Struktur davor noch manuell halt ansehen, aber müssen das Ganze jetzt nicht, wir sind jetzt quasi von keiner Seite abhängig, so sage ich mal. Das heißt, wir gehen jetzt einfach die anderen Pivotpunkte durch und ja, hier haben wir ein paar Setups jetzt gefunden, was auf den ersten Blick ganz gut aussieht. Hier haben wir, okay. Ich gebe mal noch einen Zeitintervall mit ein, weil er ansonsten eben auf allen Zeitintervallen sucht und jetzt ist das Ganze ein bisschen eingeschränkter. Also er hätte sonst von Cut/Yen hätte er jedes Zeitintervall angezeigt, weil dieses Asset eben auf allen Zeitintervallen am Pivotpunkt R2 und an der Preismarke gleich weit weg entfernt ist sozusagen. Und ja, jetzt können wir hier mal reingehen, öffnen das Ganze und sehen jetzt, der Screener, der ist hier gerade in der Nähe von den Punkten, aber schwimmt hier so ein bisschen in der Mitte zwischen den Punkten. Also an sich gerade keine gute Situation. Können uns das aber mal auf höheren Zeiten dabei nochmal angucken, was man hier überhaupt sieht. Ich denke mal, dass also diese Bewegung jetzt allgemein ohne Pivotpunkte und Preismarke kann man eben wieder sehen, wir haben diesen Aufwärtsmove. Wir haben jetzt hier so eine Abrundung und ja auch so eine Docht-Range, könnte man sagen, die hier gefunden wurde. Und dementsprechend haben wir jetzt die Korrektur. So. Bei solchen Korrektur-Moves könnte man auch jederzeit die Fibonacci-Retracements-Levels sich mit anzeigen lassen. Und hier könnte man halt sehen, dass es hier auch wieder eine Überschneidung gibt mit dem Punkt R2 und das 50er Fibonacci-Level, welches angelaufen wird. So, das wird hier höchstwahrscheinlich so sein, dass wir eben jetzt genau bis zu diesem Level laufen. Und ich würde bei diesem Setup eben nur darauf warten, dass wir, sobald wir das Ding berührt haben, also ich würde jetzt nicht short einsteigen, ne, auch wenn es jetzt ein bisschen noch runterläuft, sondern ich würde wahrscheinlich eher darauf warten, bis die Korrektur abgeschlossen sein wird und wir ein erstes Anzeichen dafür sehen, dass es Richtung Long weitergeht. So, und es kann eben sein, dass wir einen neuen Außenstab machen, nachdem wir dieses Level berührt haben, dass wir eben einen neuen Außenstab machen, der long ist und den letzten bearischen Außenstab einfach überbieten wird und dann einsteigen. Also das ist jetzt gerade kein Setup für sofort. Da muss man eben noch ein bisschen drauf warten, was die Kerzen jetzt machen werden. Aber so wäre jetzt die allgemeine übergeordnete Idee, sage ich mal, dazu. Und wir hatten jetzt hier das Pech, dass die Preismarke ein bisschen zu weit weg ist von R2. Deswegen gucken wir einfach mal in das zweite Setup, was wir gefunden haben. Hier sehen wir auch wieder die Abstände zu dem Kurs. Also wie weit ist der Kurs sozusagen entfernt von der Preismarke und der Distanz. Ich habe die Filter absichtlich ein bisschen weiter eingestellt, weil es, damit wir jetzt auch was finden. Ich kann es ja leider auch nicht beeinflussen, ob wir, also wann wir was finden, das weiß halt nur der Markt oder gibt der Markt uns vor. Und im Optimalfall, wenn man jetzt das als Setup wirklich suchen will, dann stellt man hier beides auf 0,02 ein. Das heißt, man macht das Ganze noch enger und dann befindet sich der Kurs halt sehr dicht an diesen beiden Levels. So, dann hat man halt wieder das Problem, jetzt gerade würde man dazu nichts finden, müsste das Ganze als Filter-Setup anlegen und dann einfach die Glocke aktivieren, damit man
dann benachrichtigt wird, wenn der Markt so eine Situation hergibt. Und deswegen müssen wir jetzt gerade mal ein bisschen ja, einfach nehmen, was der Markt uns jetzt hier gegeben hat und gucken entsprechend jetzt im australischen Dollar, Schweizer Franken nochmal rein, um das Ganze zu analysieren. Schauen wir uns das mal auf H1 nochmal an. Okay. Und ja, was man hier sieht, also erstmal, was der Forex-Screener uns jetzt gefunden hat, hier ist die Preismarkenlinie, heißt quasi bei 0,58 ist hier der Kurs, diese runde Marke einfach. Und hier ist unser Punkt R2, unser Level. Unser Kurs, der ist jetzt so dicht an beiden Levels dran, dass er, also dass es quasi auf unsere Kriterien zugetroffen hat. Und was hier jetzt gerade interessant ist, wir sind eigentlich noch in einer Aufwärtsbewegung, weil wir sehen ja hier den letzten Aufwärtsmove, der geht so hoch. Und hier haben wir wieder dieses Spektakel, was ich am Anfang des Webinars beschrieben habe, der Bruch der Struktur. Hier haben wir den Außenstab gerade noch nicht gebrochen. So, ne? Das heißt quasi, dieser Außenstab hier müsste erstmal per Schlusskurs unterboten werden. Und das hat diese Kerze hier noch nicht getan, sondern die schließt eben auf dieser Höhe. Und das ist oft auch ein Phänomen, dass der Kurs eben bei solchen Außenstäben die Unterseite oder die Oberseite einfach nochmal testet, nochmal kurz rausspiked und dann wieder reingeht und dann eben den Move weiter fortsetzt. So. Das heißt, wir sind jetzt gerade noch im Unklaren beziehungsweise an der Außenlinie erstmal und müssen halt gucken, was passiert jetzt hier. Der Fahrplan wäre, wir warten, bis dieses, ja, also beispielsweise jetzt in 8 Minuten, wenn die Stunde vorbei ist und die schließt unter diesem Tief, dann befinden wir uns ja immer noch in der Nähe von dem Widerstand hier. Das wäre jetzt das Level, welches man auch noch erstmal prüfen müsste und einfach in die Vergangenheit gucken müsste, ob der Kurs schon mal abgeprallt ist. So, schauen wir mal. Und es sieht eigentlich relativ, ja, also wir hätten jetzt hier ein Beispiel, wo das Ganze schon mal passiert ist. Und das muss man natürlich immer verifizieren. So, man könnte das Risiko schon eingehen. Und wenn man sich bei der Sache jetzt halt nicht so sicher ist, weil es nicht so viele Abpraller gab und die Historie dieses Level nicht verifiziert hat, dann würde ich immer meistens so hervorgehen, dass das CAV entscheidet. Und das heißt im Endeffekt, wir warten jetzt, wie gesagt, die Kerze ab, wenn sie diese Struktur bricht und eben darunter geschlossen hat und wieder retraced zurückkommt, dann wird sie halt dieses Level testen. Das heißt quasi, sie macht so einen Move, testet das Level und wir setzen darauf, dass die Korrektur fortgeführt wird. Und da müssten wir halt schauen, wenn es CRV stimmen soll, wo liegt denn überhaupt unser Target? Also wo wollen wir hin korrigieren? So. Wenn wir uns dieses R2-Level beispielsweise, dieses R1-Level beispielsweise nehmen und hier unseren Take-Profit setzen, dann müssten wir halt nur noch berechnen, wie ist das CRV, wenn wir unseren Stop-Loss hier hinlegen und dann macht die Mathematik einfach, übernimmt für uns. Wenn das CRV größer als 2 ist, jetzt in meinem Beispiel, also ich nehme Trading-Setups ab, ein CRV von 2 zu 1, dann ist das Ganze legit aus meiner Sicht. So dass man sagt, der Stop-Loss ist jetzt ein R entfernt, der Take-Profit ist 2 R entfernt und wir setzen eben darauf, dass der Bruch der Struktur genug ist, dass das Retracement eingeleitet wird und dann korrigiert wird und dann hätte man ein gutes Setup. Basiert aber, wie gesagt, darauf, wie verhält sich jetzt die Kerze die letzten Minuten
bricht sie nochmal das Tief jetzt per Schlusskurs oder eben nicht? Ja. Okay, dann würde ich nochmal auf Fragen eingehen, falls es welche gibt. Ich habe auch eine E-Mail im Vorab schon mal zugeschickt bekommen. Und ja, da ist quasi eine Frage dabei, auf die ich im Webinar mit eingehen soll. Und falls es heute keine Fragen gibt, können Sie natürlich auch für das nächste Mal Fragen auch im Vorab schicken, die wir dann im Webinar klären. Okay. So, hier gibt es einmal die Frage, was kostet der Forex-Screener? Sehr gute Frage, weil den Forex-Screener, den kann es für Sie komplett umsonst geben, indem Sie einfach auf die Startseite gehen und dann gibt es hier den Zugang erstellen-Button und dann hängt es eben davon ab, ob Sie den Forex-Screener umsonst bekommen oder ob Sie dafür monatlich was bezahlen müssen. Alle Trader, die ein Live-Konto bei FX Flat haben, die wählen hier einfach aus, ich bin bei FX Flat und das sind die Glücklichen, die ein gratis Forex-Screener-Konto bekommen. Also Sie haben ein Live-Konto bei FX Flat, dann müssen Sie hier im in diesem Formular einfach nur noch eingeben, Name, Nachname, E-Mail und Ihre Kontonummer von Ihrem Trading-Konto, damit FXFIT die Zuordnung machen kann. Und ja, dann können Sie Ihren kostenlosen Account beantragen und bekommen Ihre Zugangsdaten innerhalb von kürzester Zeit zugeschickt. Falls Sie leider kein Konto bei FXFIT haben, gibt es dennoch die Möglichkeit, den Forex-Screener zu mieten für 35 € im Monat. Und ich würde aber nochmal, also FX Flat wärmstens dafür empfehlen in Verbindung mit dem Forex-Screener, weil auch unsere Kursdaten von FX Flat direkt gezogen werden. Also der ein oder andere kennt es vielleicht. Es gibt ja noch weitere Online-Screener und die nutzen dann Kurse von Yahoo Finance oder XYZ. Und dann gibt man eben seine Kriterien ein in den Screener, bekommt dort irgendein Muster vorgeschlagen, wonach man eben gesucht hat, öffnet es bei seinem Broker und hat ganz andere Kursdaten und dann stimmt dieses Muster gar nicht. Das ist dann natürlich blöd, wenn die Kursdaten nicht übereinstimmen. Das Problem hat man dann an der Stelle halt nicht, wenn man bei FX Flat handelt. Also zwei Vorteile, von daher meine wärmste Empfehlung. Okay, dann wäre noch die Frage, Moment, da muss ich nochmal die E-Mail kurz raussuchen, die im Also Vorab gesch. wir müssen nicht pünktlich aufhören, ne? Du hast noch Zeit. Okay, super. Vielen Dank. Genau. Hier gab es noch die Frage, speziell bezogen auf den Filter mit SMA 20 über bzw. unter 50. Das soll wohl irgendwie nicht so ganz hingehauen haben, weiß ich gerade. Also ich würde an der Stelle einfach mal auf den Filter drauf eingehen, wie der funktioniert, um das nochmal zu verdeutlichen. Und zwar hatte derjenige anscheinend Probleme gehabt, dass das. Ja, die Ergebnisse, die er gefunden hat, haben quasi nicht auf seine Kriterien zugetroffen. Und das Ganze ging um diesen Filter. SMAX über slash unter SMAY. Und das Ganze heißt quasi, wir haben ja einmal den SMA 20, der über bzw. unter dem SMA 50 sich befinden soll. Und wenn wir das Ganze jetzt auswählen, dann suchen wir jetzt im MetaTrader nach allen Assets, wo der SMA 20 über dem 50er SMA liegt. So, da hätten wir jetzt eine Menge Ergebnisse. Logisch, weil entweder liegt der eben über dem, also entweder liegt eben der 20er über dem 50er oder andersrum. Von daher ist das wahrscheinlich immer so eine 50-50-Sache, sage ich mal. Ich würde hier das
die Assets mal ein bisschen einschränken, dass wir die Ergebnisse ein bisschen überschaubarer machen. Und dann testen wir das mal kurz durch. Hier unten sieht man eben auch nochmal die Richtung, also welcher SMA über welchem liegt. Wäre der Pfeil nach unten, würde es heißen, der 20er liegt unter dem 50er. Und dann gucken wir mal rein. Das Ganze wird mit dem Forex-Screener Add-on eben auch im Hintergrund immer automatisch geöffnet. Man muss das Add-on eben nur auf dem Chart aktiv haben und dann wird es wie in diesem Falle jetzt automatisch geöffnet. Und ja, jetzt haben wir dieses Datenfenster. Hier haben wir die beiden SMAs und können dann an der Stelle der zuletzt abgeschlossenen Kerze eben mal gucken und man sieht, der 20er SMA liegt über dem 50er. Also von der Optik her ist es vielleicht ein bisschen blöd, weil beide rot sind, rot eingezeichnet sind, aber man sieht es aufgrund des Datenfensters jetzt, dass hier der größere Wert eingetragen ist. Wenn wir jetzt noch mal ein anderes Beispiel uns angucken, nehmen wir mal den Euro-US-Dollar. Na, zeichnet er das noch ein? Nochmal. Ist gerade der MetaTrader abgeschmiert oder eingefroren? Da bewegt sich gerade nichts mehr. Machen wir mal ein neues Chartfenster nochmal auf. Hoppla. Ja, da hat der MetaTrader gerade keine Lust mehr. Aber nicht so schlimm, weil wir können das Ganze ja mal nachstellen. Also im Endeffekt das Ergebnis bleibt ja das gleiche und wir müssen jetzt nur noch gucken, wie die SMAs liegen. Das heißt, im Endeffekt, wir suchen uns den Moving Average raus, einmal auf 20 Perioden und den machen wir mal gelb. Okay. Glaube, der ist gerade echt abgeschmiert. Jetzt. Ha. Liegt am Euro-Dollar. Okay. Dann gucken wir uns einfach das andere Beispiel nochmal an. US-Dollar, Schweizer Franken. Okay. Hier funktioniert es. So, hier sieht man jetzt auch, dass der schnellere SMA, also das hier ist der Moving Average 20 und das hier ist der Moving Average 50 und hier ist der 20er auch über dem 50er. Also das funktioniert eigentlich relativ simpel sozusagen, ne? Man gibt an, welcher soll über welchen liegen und dann sucht er eigentlich genau das. Okay, dann noch eine Frage von Konrad. Er würde den Forex-Screener weiter gerne nutzen, aber anscheinend ist sein Account gesperrt. Okay. Da müsste ich mal gucken, beziehungsweise könnte da auch der Nelson mal gucken, ob der Account irgendwie gesperrt ist oder. Kann ich von hier aus nicht sehen. Einfach, also wenn Sie ein FX-Red-Kunde sind, dann einfach beim Support melden. Wir prüfen das dann. Genau. Also wichtig ist, dass das Konto einfach aktiv ist. Und wenn es ein aktives Trading-Konto ist, dann nochmal kurze E-Mail an den Support schreiben und dann kümmern wir uns drum. Dann schalten wir das wieder frei. Korrekt. Okay, dann schreibt der Martin. Ach, von Martin war anscheinend die Frage mit dem SMA. Heute scheint es zu funktionieren. Anscheinend gab es da Fälle, wo das nicht funktioniert hat. Gerne, wenn es sowas ist,
mal mit einem Screenshot bitte einfach an uns wenden, an den Support schicken, dass man die Momentaufnahme sozusagen hat und das Ganze nachvollziehen kann. Weil es kann natürlich immer sein, dass Software auch Fehler schmeißt. Es gibt keine Software, die perfekt ist, sage ich mal, aber in den meisten Fällen scheint es zu funktionieren. Also so technische Probleme haben wir extrem wenig. Und von daher sind wir immer dankbar über, wenn es wirklich nicht funktioniert, die Momentaufnahme, dass man den Fehler reproduzieren kann. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alle Fragen jetzt erstmal beantwortet und mit dem Thema Pivotpunkte bin ich soweit auch durch. Ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen gut vermitteln konnte, dass Sie da noch was mitnehmen konnten und mit dem Forex-Screener im Umgang ja, sich ein bisschen inspirieren lassen konnten, vielleicht ein paar neue Setups mitgenommen haben, die Sie in Zukunft handeln können oder danach suchen können. Und ja, bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit, dass Sie alle wieder so zahlreich dabei waren. Und wünsche Ihnen natürlich eine schöne, restliche, profitable Trading-Woche und freue mich schon beim nächsten Mal wieder eine Stunde Zeit im nächsten Webinar mit Ihnen zu verbringen. Also bis dann. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Manuel. Vielen Dank für das Webinar. Ansonsten schließe ich mich denn an und vielen Dank an alle. Wünsche ebenfalls einen schönen Abend. Danke für das Interesse. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.